Das Befüllen der Feder mit dem Pinsel wird in den Kalligraphiefluss integriert. Zuerst wird mit einem Spitzpinsel ungefähr Größe 8 Tinte aufgenommen und in die Nähe des zu arbeitenden Bereiches geführt. Dann geht die Feder zum Pinsel und nimmt Tinte auf. Länger als hier gezeigt, kann damit gearbeitet werden. Ich tue jetzt ein bisschen Tinte raus. Im Schreibprozess, wenn es darum geht, wieder Tinte aufzufüllen, geht die Feder zur Tinte. Mit dieser leichten Bewegung wird sie wieder gefüllt. Der Kalligraph merkt, wann die Tinte zu Ende geht und nimmt wieder neue Tinte auf und arbeitet weiter. Das Aufnehmen der Tinte erfolgt im Fluss des Kalligraphierens. Aufnehmen, weiterarbeiten.